Und bevor wir jetzt zum Training springen, noch kurz das ganze Update. Also wir haben aktive und ein paar fertiggestellt. Wir sind auch ordentlich nach oben gesprungen, von eigentlich ganz unten bis zu hin. Ja, wo sind wir? Kurz hinter Alpin. Aber ich denke mal, da das Gleichgewicht noch nicht so richtig da ist, werden wir ja noch ein bisschen runterfallen vielleicht. Aber vielleicht schaffen wir ja auch den Sprung nach vorne. Auf jeden Fall ist es so eingestellt, dass sie sehr mithalten können, die Computer. Nicht, dass wir da entwickeln und sind dann eh schon nach, weiß ich nicht, gefühlt einer Saison schon Platz 1. So sieht es bisher aus. Wir haben noch viele da und jetzt gehe ich wirklich ins Training. Und da sind wir auch schon im Qualifying. Training war okay. Wir fahren kurze Qualifyings. Er steht natürlich jetzt hier richtig beschissen im Weg. Ich hoffe, der stört mir jetzt nicht so doll, ne? Ohne Fahrhilfen, ohne Ideallinie, ohne nichts. Ab rein. Erster Run. Na, ein bisschen steil angefahren. Also, dass der mir da so vor der Nase fährt, ist auch sehr, sehr ablenkend. Weiß jetzt nicht gleich, ob ich das abbreche, aber wahrscheinlich ist es besser, einfach mal eine Runde hinzufahren. Da komme ich auch ran, sichtlich, dann weiß ich ja zumindest, dass irgendwas richtig läuft. Ah, sehr weit außen. Ja, ist erste Runde, da tastet man sich ran. So eine richtige Safety ist da auch nicht. Die ist viel, viel zu langsam. Aber ich erkenne deutlich, wo ich ein bisschen rankomme. Zu dem Vordermann da. Aber als erstes ist wichtig, nicht hinter den Teamkollegen unbedingt. Und irgendwie auch mithalten, nicht, dass ich habe ja Befürchtung, dass ich hinterher fahre. Null, nicht so gut. Ich glaube, da muss noch eine ganze Sekunde ran. Gucken wir beim nächsten Run. Ja, ich will auch gar nicht Zeit verlieren oder sowas, ne? Ihn jetzt noch überholt. Und zweiter Run, gucken, dass er besser läuft. Ihr seht, wir sind fast ganz hinten. Schon mal eine ganze Sekunde davor vorne verloren, ey. Das ist heftig. Schnell gerade stellen, das Auto voll raus beschleunigen. Oh, nicht so weit auf dem Körb. Der ist rutschig. Noch mal eine richtig gute Zeit. Jetzt nur noch durchs Ziel kriegen. Das war nicht optimal. Dann können wir aber richtig ein wegbrettern hier. Ja, auch nicht mehr so sauber erwischt. Aber schon mal schön. Oh, Elfter. Was ist denn hier los? Eieieiei. Da haben wir ganz schön was raus. Gekloppt, ey. Sehen wir uns gleich mal an, ob das Elfter Platz bleibt. Also bisher sieht es ganz gut aus, ne? Also ich bin da öfter Platz, ist nach vorne 1,2 Sekunden, ne? Aber nach hinten sind die natürlich alle ziemlich knapp dran. Ich weiß jetzt nicht, ob die beim nächsten Run richtig einen raushauen können. Pusher jetzt nochmal mit einer besseren Runde, aber ist noch deutlich hinter uns. Also da haben wir echt eine gute Runde erwischt.
das macht mich ja fast zufrieden, dass wir im Rennen vielleicht ja ganz gut fahren können. Aber gucken wir gleich mal. Und am Ende muss man sagen, ja, wo ist der Abstand hin, ne? Guckt euch das mal an. Also wir sind so nach vorne, noch 2 Zehnte, die wir ungefähr hätten holen können, wären wir Platz 14 und nach hinten ist alles sehr, sehr knapp, ne? 2 Zehntel langsamer und wir wären 21. geworden. Also wir sind sehr eng beieinander, aber das sagt uns ja, die Stärke stimmt. Wir sind da ungefähr, wo wir hingehören und dann mal gucken, ob es jetzt nach vorne oder nach hinten geht. Wir sehen uns im Rennen. Heute startet Sergio Perez von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Im Rest der Startaufstellung haben wir Sainz, Russell, Hamilton, Fernando Alonso, Gasly, Norris, Stroll, Ocon, Leclerc, Oscar Piastri, Magnussen, Bottas, Tsunoda, Skip, Hülkenberg, Sargent, Theo Pourchaire, Albon, De Vries, Albon. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Eine neue Saison, ein neuer... Und damit sind wir jetzt beim Rennen. Erstes Rennen Bahrain in der Wüstenstadt. Ich freue mich, wir gucken uns die Strategie an. Und das sieht hier noch ein bisschen, ja, das sieht hier relativ gleich aus. Ich lasse mal personalisieren. Da sagt er eigentlich fast das Gleiche. Also alternativ können wir denn auswählen. Machen wir denn auf weich oder auf hart wechseln? Das werden wir einfach entscheiden lassen, wie denn der Abrieb sein wird. So, besser gesagt. Gott, Gott. Schwieriges Wort. Und weil jetzt so sind die beiden gerade mal so eine Sekunde auseinander, 1,1 Sekunden. Das ist natürlich durchs Rennen geschehen, ja, schnell austauschbar. So. Und ich werde noch was trinken und dann sehen wir uns gleich wieder. So, habe ich meinen Sound nochmal richtig eingestellt. Dann geht's auch los. Erstes Rennen. Ich bin, ja, richtig aufgeregt. Ich hoffe, das merkt man. Und ja, denn let's start. Keine Einführungsrunde. Es geht direkt rein. Und ich hoffe, wir haben einen relativ guten Start. Ja, relativ gut weggekommen. Aber doch, einen guten Start. Bin nicht richtig getraut und hier voll rum. Oh, da macht er gar keinen Platz. Und ich muss hier halb in den Notausgang. Platz 15, da irgendwie eine Position. Habe ich wohl gewonnen jetzt hier. Jetzt heißt es dranbleiben. Ich habe gehört, die KI soll ja besonders in der ersten Runde immer sehr, sehr stark sein. Natürlich sehr verlockend, ne? Also man fährt hier hinterher und denkt sich so, okay, ja, ne, ich bin 15. So also 5 Plätzchen, 6 Plätzchen und ich habe Punkte. Aber das wird, denke ich mal, gar nicht so zu halten sein. Der Tsunoda, der steckt ganz schön tief schon seinen Rüssel rein in unser Getriebe. Das ist jetzt nicht so schön. Auch alle um uns herum, die fahren alles soft anscheinend. Noch nichts anderes gesehen. Wir haben eine gute Topspeed. Wir müssen natürlich gucken, dass wir uns die Reifen jetzt nicht zu sehr irgendwie beim Beschleunigen kaputt machen. Die Devise ist ja immer ein bisschen sanfter zu fahren, damit man im Rennen ein bisschen mehr Reifen hat. Und die Reifen werden ja nicht nur warm, indem wir ein bisschen rutschen oder, sag ich mal, reiben an der Strecke, sondern auch durchs Bremsen. Darf man ja auch nicht so vergessen.
Man versucht da ein bisschen eher sanfter umzugehen mit den ganzen. Aber wir sind direkt dran, also. Das fühlt sich bisher auch ziemlich gut an. Und wenn wir da so ein Stück zu schnell sogar waren, ne? So gesehen, da kriegst du gar nicht mehr denn so den Grip vorne rum. Gibst du denn ein bisschen zu viel Gas, dann übersteuerst du gleich. Ja, schön, wenn die Reifen alle so bei 103, 104 Grad sich einpendeln würden. Und jetzt haben wir die letzten Kurven ein wenig geschlafen. Aber nur ein bisschen. Wird es natürlich interessant, wie sich das Feld jetzt auseinanderziehen könnte. Denk an die Überholtaste, wir haben Energie und sollten sie nutzen. Ein bisschen übersteuern habe ich. Wir müssen auf jeden Fall dranbleiben, sonst wird es richtig schwierig, denn schnupfen uns die hinter uns da komplett weg. Magnussen struggled, das gefällt mir. Ich habe immer so das Gefühl, wenn jetzt hier so guckt, die machen eine Runde, pushen sie ein bisschen und dann wieder Larifari. Wir haben noch viel Energie, ne? Darf man ja jetzt auch nicht irgendwie vergessen. Aber jetzt die Runde war eher zaghafter, obwohl wir natürlich auch eine sehr, sehr gute Runde gefahren sind. Vielleicht liegt es eher daran, dass ich konstanter fahren sollte. Am besten ohne irgendwie so eine... Aber es ist tricky, ich übersteuere ziemlich doll. Vorne gibt es irgendwie Probleme, da hat drei Autos ziemlich nah aneinander. Da, der blaue, ein Alpine oder was? Irgendeiner ist da ziemlich langsam. Oder einfach nur ein Fahrfehler. Aber mir gefällt natürlich, dass wir sehr, sehr viel Energie haben. Nur mal, wenn Sergeant jetzt, mal gucken, vielleicht kriegt er gar kein DRS und dann bildet sich nach hinten noch eine größere Lücke. Also ich mache mir keine Illusion, dass ich da vorne angreifen könnte oder sowas, ne? Wir sind jetzt immer noch 2 Zehntel hinter der besten Zeit, deswegen völlig in Ordnung. Alles sehr human und gesund. Oh, hinter mir, der kommt aber ganz schön ran. Auf einmal, ne?
Ah, ich bin ja top zufrieden, ey. Das ist ja Wahnsinn, wie wir da mithalten können. Wir sind natürlich auch im Zug drin. Guck mal, Mercedes führt sogar. Was ist denn hier los, ey? Wir haben sogar eine Lücke hinter uns geschaffen. Wir holen den Wagen vor uns allmählich ein. Alles gut. Einfach kontrolliert fahren und dann vielleicht. Haben wir ja noch ein, zwei Ausfälle. Wir können mit einer guten Strategie oder dann ein bisschen mehr pushen im zweiten Stint. Wo ich sagen kann, so Reifen sparen, das lohnt sich, ne? Also so nah war ich auch noch nie dran. Magnussen zuckt schon, ne? Gott. Ja, jetzt hat er natürlich Ruhe. Ja, jetzt sind natürlich die Fahrfehler, die keiner braucht. Und das macht natürlich auch nicht sehr viel Sinn, so zu machen. Ja, da geht schon auf Kampflinie. Das kostet ihn Zeit. Ja, ich wundere mich, dass keiner mit Mediums irgendwie das mal probiert hat hier. Ja, Magnussen hat Probleme. Der Haas einen großen Reifenverbrauch, oder was? Der war jetzt nicht gut. Total wieder unnötig. Ich darf da nicht übertreiben, ich muss da ruhig bleiben. Ah, schade, dass man sich das so selber immer so schwer machen kann. Aber wenn wir jetzt gut dran kommen und bleiben. Aber erst beim Rausbeschleunigen habe ich richtig am Struggeln, also richtig übersteuern. Ja, geh mal von der Ideallinie, das ist ganz, ganz gut. Gut gemacht, damit liegst du einen Platz weiter vorn. Das war hart erkämpft. Und viel zu spät. Darf man auch nicht vergessen. Ach, nach vorne natürlich riesen Abstand. Sekunden. Ich glaube nicht, dass wir 4 Zehntel gut machen können hier.
sei vorsichtig. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Aber wir können die Lücke nach hinten richtig aufreißen. Das ist natürlich schön. Mit der kleinen Schlenker. Die Energie, die haben wir ja über. Mehr oder weniger angespart. Und dann muss ich gleich mal gucken, was sie eigentlich vorgeschlagen haben. Aber schön sanft, ey. Schön sanft. So musst du weitermachen. Ah. Und dann kann das was werden. Ja, gehen wir jetzt rein oder noch eine Runde? Es fühlt sich jetzt noch gut an. Wie wir merken, kann ja jede Runde, die man hier voll schön fahren kann, und dir was bringen. Oder ist er ganz schön am Struggeln da vor uns. Bottas geht rein. Da sind viele drinne. Und wir haben schön. Oh. Ja, habt ihr gesehen, wie die Reifen schon down sind? Also nächste Runde werden wir auf jeden Fall gehen, ne? Ja, wir kommen mit dem Reifenverschleiß ordentlich ran, also. Ja, die waren nicht optimal. Oh! Na, schmeiße ich mir richtig was weg. Ach, wieder unnötig. Falschen Gang schon angefahren. Dann versucht noch schnell hochzuschalten, während die Reifen noch nicht mehr gerade standen. Oh ja, man merkt jetzt deutlich. Ich glaube natürlich, dass es irgendwie jetzt Vorteile gibt in der Box, ne? Piastri ist in der Boxengasse. Boah. So, hoffen wir mal. Guter erster Stint, also klar, ein paar Fehler, ne? Da werden noch öfters welche kommen. Ich bin ja kein Profi, aber bisher, boah, ganz gut. So lange mussten wir warten. Das ist jetzt nicht so cool. Boah, alle an uns vorbei, ne? Fern des linken Hinterrads. Das ist natürlich nicht ideal, aber versuch wieder ins Rennen zurückzukommen. Gib jetzt Gas. Die Reifen sollen schließlich ein bisschen warm werden. Mal los. Wer stand da? Irgendeiner stand da. Hat sich da weggedreht. Ja, oh, viel zu schnell. ...2,4 auf dem Vordermann. Ich muss mir erstmal ein bisschen sortieren hier. Da war viel auf einmal. Bottas vor uns.
16. Ich sag mal so. Da sind wir gestartet. Aber irgendeiner hat sich da weggedreht. Oh, ich kann noch gar nicht anknüpfen. Oberflächentemperatur ist noch gar nicht da, wo sie sein sollte. Viel Energie jetzt aufwenden müssen, um da überhaupt nicht so Abstand machen oder großen Abstand zulassen zu können. Da ist schon wieder was vorne. Oh, und da steht Magnus nur im Piastri. Oha. Behalte das Delta im Auge. Wir müssen es positiv halten, um eine Strafe zu vermeiden. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Naja, da brauchen wir ja nicht wirklich, ne? Oh, wurde sogar disqualifiziert. Ah, beide sogar. Oha, wir sind 13. Das gibt ja jetzt hier Chancen, ne? Aber ich sag mal so, jetzt bei den ganzen, ich schneide das mal raus, beziehungsweise, ja, weil jetzt, wie ich da hinterher gorke, ist jetzt ja nicht interessant. Das sehen wir uns jetzt bis zum Neustart wieder. Also bis gleich. Oh, erstmal Taste finden, wa? Haha. Und jetzt geht's gleich weiter. Safety Car geht rein in diese Runde. Und wir haben jetzt noch 6 Runden, um 3 Plätze aufzuholen, und dann wäre das ziemlich Wahnsinn. Na, für die Reifen sind die Richtigkeit. Oh. Ganz schön, ah, aber das wird hier auch noch. Schon wieder gelbe Flagge. Den zweiten reicht das nicht. Aber boah, das haben wir gekriegt. Eieiei. 50% Energie und das geht. Ich wusste gar nicht, dass wir uns so reinbomben können. Aber ich glaube mal, Tsunoda vielleicht noch, klar. Der Alpha ist jetzt nicht so das beste Auto, aber na, ganz vorne müsste schon ein bisschen was passieren, ne? Dass wir überhaupt da uns Gedanken machen könnten. Yuki bleibt da auch dran. Naja, wie heißt es so schön, wenn sich zwei streiten, freut sich vielleicht der vierte heute. Aber können sie auch drei streiten. Wäre gar nicht mal so schlecht. Aber die haben auch eine gute Topspeed da vorne. Also das ist. Puh, das wird eine schwierige Aktion. Nach hinten ist schon ein bisschen Luft jetzt da. Da muss ich auch mehr so gucken, der Bottas, ne? Dass den Hülkenberg da nicht so großartig angreift. Ah, jetzt hier. Hat da fast eine Berührung bei mir. Das sah auf einmal so schnell aus. Ich glaube, wenn wir die Runde jetzt irgendwie hier überleben, dann ist das auch ganz schön gut. Ja, jetzt geben die nämlich noch mal richtig Gas, um aus dem DRS rauszukommen.
Kann nur hoffen, dass die so ein bisschen auch wieder ihre Reifen überhitzen. Du weißt natürlich auch nicht, wo sie jetzt die Energie einsetzen. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 1,2 Sekunden. Ja, ich glaube, Yuki hat da schon Probleme, vorne dran zu bleiben. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Oh, Yuki hat keinen DRS. Der war aber ganz, ganz knapp dann außerhalb. Und da war ich sehr, sehr spät auf Bremse. Ich muss da echt ein bisschen... Lieber immer ein bisschen früher. Und dafür schnell raus als anders. Oh, das sieht gut aus jetzt. Boah, der spart sich aber eine Menge Energie auf. Ja, der bleibt da, okay. Ich würde sagen, da würde er jetzt keine Gegenattacke starten. Aber durch die Ausgangslage hat er da sehr, sehr viel Schwung verloren. Da hätte er sich ein bisschen anders positionieren müssen. Wir schnuppern echt am Punkt, ey. Ich glaube, ich lüge. Das wird noch schwierig, ne? Aber letztendlich werde ich alles... einsetzen, um das irgendwie zu schaffen, wenn es geht. Oh, oh, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Norris dreht sich weg. Und jetzt können wir Ocon noch schlagen. Das glaube ich nicht, ne? Ich glaube, ich lüge. Was ist denn hier los? Wahnsinn. Oh, der ist schnell. Der ist richtig schnell. Und dann kriegt er noch der DRS gerade. Aber mir ist egal, ob zu dem Punkt. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ja, Ocon ist schnell. Volle Konzentration. Vielleicht, ich will ja nicht gierig sein, ne? Aber es ist natürlich klar. Nach hinten haben wir einen mega Abstand. Oh, guck mal, wie der wegzieht.
zeigt uns natürlich auch der Alpine. Ey, pass mal auf hier. So ein Speed habe ich, ne? Letzte Runde, los, letzte Runde. Und das war keine gute Runde von mir gerade. Na, der schlingert da ein bisschen. Ja, da war ich zu spät dran. Ich glaube, das war der noch. Ja, auf der letzten Rille, aber... Das ist natürlich auch teilweise die Erfahrung, ne? Ich will da jetzt nicht zu wild machen. Ey, ich bin so oder so froh. Ich weiß jetzt nicht, wie es anders gekommen wäre, ne, wenn die sich da vorne so ein bisschen bekriegt hätten. Aber Norris hat ja, uns den Punkt gescheckt, ne? Wenn sie alle streiten, freue ich mich natürlich, ne? Wahnsinnig und besonders auch gut. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das nicht irgendwie großartig unverdient war. Ich bin meine Strategie durchgefahren und habe einen Punkt. So, das Rennen ist vorbei. Wahnsinn. Ein Auto auf, während du reinkommst. Heftig. Hätte ich nicht gedacht. Das ist richtig, richtig geil. Wir starten gleich in die Saison mit einem Punkt. Album Fahrer des Tages kann man auch so stehen lassen, glaube ich. Ne? Wir gucken uns das gleich an. Ich habe drumherum nicht viel, viel kennengelernt, also gesehen, ne? Beziehungsweise eigentlich nur die ausgefallen sind. Und man darf ja auch dazu noch sagen, es hat ja die McLaren-Vollkatastrophe. Piastri dreht sich weg mit den Haas. Das gucken wir gleich hier. Die hauen sich beide selber raus, Piastri und Magnussen. Perez hat natürlich einen so einen Fehler rein. Wer ist für dich der Fahrer des Tages? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die andere. Und Theo ist 15. ne? Also ist auch nicht schlecht. War guter Einstand. Ich freue mich schon. Und wir ja, sehen uns beim nächsten Rennen. Ich glaube in Jeddah. Und dann geht's weiter. Ich hoffe, klar, wir sind gut reingestartet. Ob wir jetzt beim nächsten Rennen das so haben, das wird sich sehen lassen. Aber... ja, wir bleiben dran, ey. Ich hätte nie, im Besonderen, ich sage auch noch so, wir werden garantiert nicht so einfach in die Punkte fahren. Das war aber auch nicht einfach, war viel los und Strategie und Safety Car, also alles hat uns in die Karten gespielt. Aber das, was hinter uns ist, ne, an außer Lando, der sie weggedreht hat, das war alles eigentlich schlagbar. Das muss man auch mal sagen. Und 3 DMF. Das ist natürlich dann auch sehr, sehr wichtig und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, ne? Bis dann, ciao.